So ab und zu mal einen Batsch. Kürzer schneiden hier. Ey. Auf gar keinen Fall. Ist ja so, was ich euch sagen. Wann hast du mal gesehen, dass ich irgendwas vergessen habe? Seid ihr euch uneinig? So gut. Ihr traut dem jeweils anderen zu, dass er mehr verzockt. Ja klar. Ja klar. Warum? Dann kann man sich auch gegenseitig bremsen, weißt du? So sieht's aus. Stehe. Und was würdet ihr zocken im Casino? Oh ja, Blackjack. Klar. Poker, Blackjack. Wobei, in Las Vegas würde ich gerne mal dieses Würfelspiel spielen, was man mal in den Filmen sieht. Craps. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber wo immer so im Film, so weißt du, und dann alle stehen so. Okay, da herstelle Einigkeit, ändere gar nichts. Gar nichts. Das ist nicht dein Sport. Gar nichts. Nee, Bruder. Du, Marius, guckst du? Ja. Welche Mannschaft? Nicht so, dass ich. Da bin ich mehr NBA, aber. Ab den Playoffs schaue ich schon regelmäßig. Aber hast du eine Mannschaft? Nee, jetzt kein Favorite. Miami Dolphins, so haben das gute Zeichen. Ist ja klar. Emre? Sehr gut, weil du viel im Ausland gespielt hast. Ja. Ich glaube, Mario spricht sehr gut Englisch, aber ich glaube, ich habe ein bisschen Vorteile, weil ich da ein paar Jahre gespielt habe. Ganz klar. Vorbei. Schwer zu sagen. So gut in Erdkunde? Ja. Ja. Ja, komm. Marius! Klar. Dann sag mal. Genau deswegen habe ich mich nicht selber gewählt. Kalifornien, Illinois und Las Vegas. Was ist das? Texas? Nee, das weiß ich nicht. Was? Nevada. Nevada. Hollywood. Kommt drauf an, was für ein Film. Actionfilm oder Comedy? Boah. Machen wir Comedy-Film, oder? Dann ist ja klar. Das ist sehr lustig, oder? Ja? Klar. Ja? Klar. Ja. Sehr lustig. So. Boah. Schwer zu sagen. Aber komm. Marius, bist du der lustigere Typ? Ich denke schon. Dass ich mal einen frechen Spruch auf Lager habe. So Kevin Hart-mäßig, oder? Ja. Auf gar keinen Fall. Okay, da herrscht schnelle Einigkeit. Ja. Emre, du warst dir sicher? Würdest du einfach machen? Ja, würde ich machen. Also, ich habe keine Höhenangst. Deswegen. Ich schon. Kein Problem. Ich glaube, ich würde es durchziehen. Hast du aber noch nie einen Bungee-Jump gemacht oder so? Nee, hatte schon immer mal vor, aber ja, hat niemand den mit mir mitgezogen. Marius Wolf. Wie viele? Vier. Vier. Vier? Vier, ja. Für was? Handy, iPad und bei der PlayStation 2 wegen dem Bildschirm. Ich vielleicht nur einen wegen meinem Rasierer. So ab und
mit so einem Batsch Gipfel schneiden. Da ist ja so, was soll ich euch sagen? Ja, sehr gut, alles gut. Oh, herrlich. Ich glaube, da sind wir beide ziemlich so, dass wir nicht vergessen. Wobei. Mach da nicht Geld, wenn ich sag's dir. Okay, das musst du jetzt aber erklären. Marius. Wann hast du mal gesehen, dass ich irgendwas vergessen habe? Jetzt hast du im Flieger deine Tüte vergessen. Mit dem T-Shirt und so. Nee, wann? Oh, im Flieger jetzt? Nein, ich hab's doch genommen, ich hab den in der Hand. Du hast doch gesagt, du hast deine Tüte im Flieger vergessen. Ja? Nee, ich war das nicht. Ich hab meine Tüte. Aber mit deinen Terminen drauf? Nee, es war in der Tüte. Wir haben das ich hab nur gesagt, wo sind meine Dings, als wir gesessen haben, ich sag, wo sind meine Termine, dieses Blatt mit den Terminen. Ach so, ich dachte, du hast es vergessen, den Flieger. Nee. Was sowas angeht, bin ich eigentlich verlässlich. Boah. Jetlag. Boah, das ist echt sehr, sehr schwierig. Jetlag wird schwer, aber ich glaube, ich habe die Antwort. Marius! Schlimmer als bei Emre? Ich glaube schon. Ich weiß nicht warum, aber. Wie war es jetzt? Ist einfach so. Ja, ist schon noch eklig. Ja. Also, ich habe dann eine Begründung, und zwar, ich war jetzt erst auf Amerika im Urlaub mit zurück. Mit 3-4 Tagen war ich dann wieder okay in Deutschland. Jetzt wieder Jetlag, wieder in Amerika und ich komme hoffentlich komme ich jetzt besser zurecht.